Am Sonntagnachmittag vereinzelt über Norddeutschland ziehende Gewitter haben auf der Autobahn 1 bei Osnabrück eine schwere Massenkarambolage mit mehreren Fahrzeugen ausgelöst. 9 Personen wurden dabei verletzt, 2 davon schwer. Zum Fallursache vorausgegangen ein kleinerer Unfall, dann die Folgereaktion, alles bremst, alles steht und alles fährt aufeinander auf. Also Geschwindigkeit, Abstand, alles wahrscheinlich unterschritten und dadurch dann die Folgereaktion, diese Auffahrunfälle. Die Fahrzeuge blieben nach der Massenkarambolage kreuz und quer über alle 3 Spuren verteilt auf der Fahrbahn stehen. Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Verletzten. Die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte mussten sogar für eine schwer verletzte schwangere Frau einen Rettungshubschrauber auf der Autobahn landen lassen. Vor uns haben die alle gebremst, dann habe ich mitgebremst und von hinten hat irgendeiner gepennt und ist voll reingerauscht. Also es ging viel zu schnell, man konnte eigentlich gar nicht reagieren. Ich habe nur, von hinten kam ordentliches Auto an, hat uns aufgeschoben auf 3 andere und dann gingen die Airbags auf und ja, dann habe ich nur das ganze Blut, also mein Freund hat ja ordentlich geblutet und dann haben wir auch erstmal sonst nichts gedacht. Super, nicht nur die Ersthelfer, alle gleich sind aus ihren Autos, sie sind gleich zu uns und also alle, die unverletzt waren, kamen sofort an, ob wir Hilfe brauchen und so. Es war ganz, ganz toll. Die Autobahn musste in Richtung Bremen für die aufwendigen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden.